Diese kleine Gruppe Menschen hier hat sich an diesem Tisch versammelt, um heute für euch Shadowrun zu spielen in einem Let's Play in der 5. Edition. Ich bin Mháire und ich werde erstmal kurz die Leute hier vorstellen und dann eine Weile schweigen, denn ich bin ausnahmsweise mal nicht Spielleiter, sondern habe jemand anderen gefunden, der sich die ganze Arbeit ans Bein gebunden hat und uns heute mit einem Abenteuer beglücken wird oder umbringen, je nachdem wie es läuft. Und das ist der Jan. Vielen Dank schon mal, Jan. Gerne. Guten Tag. Zuletzt, ja. Hast du einen Troll gespielt? Jetzt genau. Trollst du uns. Jetzt zahle ich es zurück. Ich sag nur Blitzvolt hier. Ja, Julia spielt weiter ihre Elfe, ihre hackende Elfe, genau, ja, aus dem letzten Shadowrun Let's Play. Und Max ist weiterhin mit seinem Troll unterwegs. Mhm. Mit Chopgun. Der eine Chopgun hat, aber sein Straßenname ist Shrapnel. Shrapnel. Und Straßenname. Ich komme ein bisschen später erst dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, und deswegen lehne ich mich jetzt erstmal zurück und hülle mich in mysteriöses Schweigen, was ich spielen werde. Aber ich kann schon mal mit meiner Actionfigur spielen. Okay. Was zuletzt geschah. Also, das letzte Mal haben wir aufgehört, als die muntere Truppe einen Botschafter von Asamando um irgendwelche Informationen erleichtert hat, und wie ich mich recht erinnere, haben wir ziemlich viel Lärm und Gestank und tote Waschbären und allerlei hinterlassen. Und seine Nichte? Seine Nichte, genau, ist leider auch dabei auch unglücklich gestürzt, mehrmals in unsere Pistolen rein. Weil das natürlich eine Sache ist, die nicht unbemerkt geblieben ist, zumal wir noch ein Troll-Einsatzkommando eingesetzt hatten, um noch mehr von uns abzulenken. Von der Special Troll Squad. Genau, Special Troll Squad. Habt ihr, in dem Fall, wenn ich nicht dabei, habt ihr beschlossen, doch erstmal vielleicht ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen und aus der Gegend zu verschwinden, der Allianz Deutscher Länder, und dementsprechend habt ihr euch abgesetzt in Richtung UCAS, der United Canadian American States, und die sind so weit weg, wie man sinnvollerweise sein kann, um noch zivilisiert zu bleiben. Das heißt, einen Transatlantikflug später, den ihr natürlich unter falschem Namen gebucht habt, findet euch am Flughafen wieder und seid gerade dabei, eure verschiedenen Gepäckstücke zusammenzusammeln, als ihr plötzlich von einer Horde von Knight-Errant Soldaten, also gut gerüsteten, schwer bewaffneten Polizisten umzingelt werdet. Denn offenbar seid ihr von der Nation von Asamando, das war der Botschafter von Asamando, den ihr per Interpol-Haftbefehl gesucht worden in der Zwischenzeit. Und jemand hat scheinbar war in der Lage, eure Spuren zu verfolgen. Du hast zwar irgendwie falsche Identitäten angelegt und so, aber irgendjemand war besser. Er hat gesagt, dass das noch ein Nachspiel haben wird. Er hatte wohl recht. Scheinbar ist der Arm der Ghoul-Nation von Asamando lang. Dementsprechend werdet ihr, wenn ihr keinen Widerstand leisten wollt, was können wir auch machen, dann spiele ich nur noch mit Mháire weiter. Das ist eine relativ klare Ansage, wie der Widerstand aussehen wird. Ihr könnt jetzt auch gehen. Werdet ihr also von den Knight-Errant-Soldaten aus dem Flughafengebäude begleitet, direkt in ein Knight-Errant. Da gibt es so eine lokale, also am Flughafen selber gibt es natürlich eine Station von Knight-Errant. Dort werdet ihr vor eine AJ gestellt, also eine Automated Justice Unit, die im Prinzip ist eine KI, die einfach deutlich schneller und wesentlich besser informiert und natürlich auch völlig objektiv entscheiden kann, ob ihr schuldig seid oder nicht. Und innerhalb von Sekunden ergeht das Urteil, ihr seid die gesuchten Personen und werdet dementsprechend zur Auslieferung geschickt. Alle solche Kinkerlitzchen wie: Ihr habt aber doch auch mal ein Aussagerecht, oder was ist denn mit Zeugen oder sowas? Das ist alles objektiviert worden, das braucht es nicht mehr. Das ist alles unzuverlässig. Die zuverlässigen Daten sagen eindeutig, dass ihr das seid. Und da die Automated Justice Unit ja nur feststellen muss, ob ihr die Gesuchten per Haftbefehl seid und nicht, ob ihr der Tat schuldig seid, das heißt, angeklagt werdet ihr natürlich in Asamando, müssen die dann dafür sorgen, dass ihr sozusagen in die Auslieferung kommt. Das ist auch das Nächste, was passiert, ehe ihr euch verseht und euer Jetlag ist noch nicht ganz abgeklungen. Sitzt ihr in einem Gefängniswagen in Boston, also dem Eastern Seaboard Metroplex, aber das ist im Kern Boston. Der Gefängniswagen ist sehr nüchtern gehalten, was die Einrichtung betrifft. Er besteht einfach aus Stahlbänken, die mit schweren, aus irgendeinem Kunststoff bestehenden Schnallen versehen sind, in denen ihr festgeschnallt werdet. Vorher kriegt ihr beide irgendwas eingeimpft. Mhm. Tracker. Es erzählt euch auch niemand so richtig, was es ist, aber ja, wahrscheinlich ist es sowas wie ein RFID-Chip, der hilft, euch aufzufinden, falls es sowas geben soll. Und ihr kriegt beide auch irgendwas hinten an euren Nacken gesetzt, irgendein Gerät. Und mit einem Mal merkt ihr, dass alles, was ihr sonst so, also du in erster Linie wahrscheinlich, du bist ein bisschen gecybert, glaube ich. Mhm, ja. Auch bei dir, du hast ein paar Verstärkungen drin. Du merkst, dass alles, was so an normalem technischem Gerät benutzt wird, um zu kommunizieren, also der Comlink als einfachstes, aber natürlich auch sonstige Augmentations, die in irgendeiner Form mit Kontakt zur Außenwelt zu tun haben, ausgeschaltet sind. Wohl damit ihr nicht ungewollt nach draußen kommuniziert. Die Innenseite des Gefängnisvans sieht ungefähr so aus. Sehr gut. Also es ist tatsächlich eher nüchtern gehalten, ja. Ein bisschen humorlos. Und dann werdet ihr festgeschnallt und du merkst gerade bei dir, du bist etwas voluminöser, das ist durchaus auf Trollgrößen automatisch einstellbar, so viel Komfort muss sein. Und sitzt auf dieser Bank trotzdem etwas zusammengefaltet, weil die Bankhöhe ist trotzdem menschengroß. Das heißt, sie haben zwar die Gurte lang gemacht, aber die Bank ist trotzdem so, dass du unbequem sitzt. Oh. Und dann werden die Gurte automatisch festgezogen mit irgendeinem Mechanismus. Das heißt, die sind, gehen so in die Wand rein und sind sehr eng. Die Knight-Errant teilen euch mit, dass ihr jetzt in eine Lone Star Correctional Facility kommt. Dort werdet ihr bis zum Vollendung des Auslieferungsverfahrens vorübergehend auf Kosten von UCAS festgehalten, aber die werden euch natürlich dann berechnet, die Kosten für eure Unterbringung und für den Transport. Toll. Wunderbar. Gut, und dann macht sich auch der Gefängnisvan schon auf den Weg durch den Boston Metroplex. Ihr kommt jetzt beide aus einer Großstadt, seid das also gewohnt, aber trotzdem ist natürlich Boston auch nochmal ein anderes Kaliber. Ist das Hauptquartier von Neonet oder eines der Hauptquartiere von Neonet. Das heißt, das, was man eigentlich schon beim Anflug gesehen hat, über die Stadt, sind die beiden großen Twin Towers von Neonet, die tatsächlich die Umgegend dominieren. Man sieht einige andere Landmarks, Fenway Park zum Beispiel, das große Stadion der Boston Red Sox, die dieses Jahr auch wieder um die Meisterschaft spielen. Was gibt es noch an Sachen, die interessant sind? Was weiß man von Boston? Vielleicht würfelt ihr mal, was ihr so von Boston kennt. Habt ihr irgendein allgemein Wissen, mit dem ihr glänzen könnt? Oder sonst einfach nur... Erinnerungsvermögen? Erinnerungsvermögen wäre dann sonst... Survival? Survival. Das kommt dann auch noch. Also Erinnerungsvermögen habe ich ziemlich hoch. Ja, ist doch heißt, gut. Wenn ich schon mal irgendwas darüber dann mach doch mal. Ja, was hast du schon mal über Boston gehört? Erinnere dich mal. Straßenwissenschaft, ja. Straßenwissenschaft ist dafür auch super. Das geht auch. Das ist wahrscheinlich, so ein intuitives. Also genau, Intuition. Ja, würfelst du Intuition 3? Ich habe das hier auch 2. Du würfelst und alle 5 und 6, was? Ich habe das hier bei 12. Das sind noch 12 Würfel, ja? Genau, und du hast nur so viele, du kannst maximal so viele Erfolge haben, wie dein Limit ist. Dein geistiges 9, das heißt maximal 9 Erfolge können aus den 12 Würfeln rauskommen. Ich habe 4. Aber die Sorge machen wir uns nicht, weil das sind nicht so viele. 4 ist aber schon gut. Nix. Also du hast mein geistiges 4×3. Also Boston gibt's, davon bist du relativ überzeugt. Du kannst dich an ein paar Sachen erinnern, das ist für dich als Hackerin natürlich interessant. Es gibt ein paar Neuerungen in jüngster Zeit, die in der UCAS angefangen haben und Boston war eines der ersten Städte, die umgesetzt hat. Es gibt hier eine neue Matrix-Grid. Das heißt, die ganze Art, wie die Matrix verdrahtet ist, wie das Ganze Betreten funktioniert, alle Matrix-User, die ganze Anmeldung, alle Accounts sind hier komplett neu und werden von Neonet betrieben. Das ist eine Art Modell-Ding hier, das wird auch in den anderen Städten langsam sicher ausgerollt, aber das hier waren die ersten, die das gemacht haben. Ich kann jetzt gerade nicht rein, weil du kannst nicht rein, genau. Es ist so ein bisschen wie dich vor einen Spielzeugladen zu setzen und dann zu sagen, was gibt es noch ansonsten? Ja, Neonet Towers gibt es, die sind relativ bekannt. Es gibt natürlich eine Ads-Technology-Pyramide, wie es sich gehört. Und was für dich minder interessant ist vielleicht, aber auch was einfach ein wichtiges Wissen ist, das MITNT, also das Massachusetts Institute of Thaumaturgy and Technology, wo also der Cutting-Edge-Forschung gemacht wird von Magie und Technik zusammengenommen. Und eines der renommiertesten Institute eigentlich für Zauberei und Zaubereiforschung. Ja, all das kriegt ihr nicht zu sehen, weil ihr in einem vergitterten Gefängniswagen sitzt und könnt euch jetzt also nur vorstellen, dass das so wäre. Wo sind wir nochmal? Boston. Boston. Zum 100. Mal. Okay. Ich brauche einen Bleistift. Noch, ich dürfte keine an der Flug riechen, weißt du. Ach ja, du riechst ja an Bleistiften, war das? Bleistift drauf. Ja, ja. Aber ich darf das nicht auf der Flugzeuge machen. Ja, stimmt. Und wir sind sofort von der Polizei festgenommen. Ja, bevor du deinen ersten Bleistift nehmen konntest. Das mit dem Bleistift hatte ich vergessen. Gut, es ist August in Boston, es ist warm, es ist feucht, es ist ekelhaft. Die Plastik-Beton-Wände von der Autobahneinfassung strahlen ab. Das ganze Stahlding eures Wagens glüht und es ist wirklich wahnsinnig heiß. Klimaanlage scheint nicht zur Ausstattung gehört zu haben für den hinteren Teil des Gefängniswagens. Das geht einen Aufpreis. Das so, natürlich. Würde natürlich tatsächlich fragt, also es kommt so ein Monitor, der einfach projiziert wird, also kein richtiger Monitor, sondern einfach ein Bild von dem Beifahrer. Es sind zwei bewaffnete Knight-Errant-Typen in den typischen goldenen Knight-Errant-Uniformen, die so ein bisschen überkandidelt aussehen. Ja. Ja, scheint, als ob die Ventilation nicht funktionieren würde. Aber wir könnten was für euch tun, wenn ihr wollt. Okay. Mir geht's gut eigentlich. Schwitz. Ja. Und was wollt ihr dafür? Was wollt ihr für uns tun? Nun, für 200 Nuyen könnte ich vielleicht den Ventilator anstellen. Die Taste geht sehr schwer. Haben wir überhaupt noch das Geld, was da steht, was wir haben? Ja, das habt ihr jetzt noch. Also ja. Momentan ist es konfisziert, aber es gehört euch noch rechtlich, bis ihr enteignet seid. Nein, ich bin zu stolz. Ich auch. Dafür gebe ich den komischen geleckten Affen gebe ich mein Geld nicht. Okay, dann macht's euch mal bequem. Es wird ein bisschen dauern. Ja, Verkehr ist wieder ziemlich ekelhaft. Red Sox Game oben in Fenway. Aber ihr seid wahrscheinlich keine Fans, oder? Von was? Von den Red Sox? Nee, ich hab blaue an heute. Oh Gott. Ja gut, ihr Trocks, ihr mögt wahrscheinlich lieber sowas wie Urban Brawl. Ich hab gehört, Massacre ist ziemlich gut. Die bringen es echt diese Saison. Verfolgst du Urban Brawl? Wahrscheinlich nicht. Was machst du in deiner Freizeit? Nur Bleistifte drauf? Nee, ich hab das in echte Leben, Urban Brawl. Ach so, stimmt, ja. Ich brauche keine Unterhaltung in die Richtung. Das ist auch wieder wahr. Ja. Gut, nachdem ihr merkt, dass ihr offenbar nicht für Smalltalk zu haben seid, verschwindet der Monitor wieder und ihr könnt... Haben Sie vielleicht einen Bleistift? Ein was? Ein Bleistift, du hast mich gehört. Never heard of something like that. Wir haben einen Computer für sowas, ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt. Was ist dieser Land? Ja, ich weiß auch nicht. Kein Bleistift, rote Socken, keine Bleistifte. Gut, so ruckelt der Wagen. Ihr merkt, es geht relativ langsam voran. Ihr habt alle Zeit der Welt, über eure Missetaten nachzudenken oder auch einfach nur vor euch hinzuschwitzen. Es ist wirklich unangenehm heiß. Ich würde sagen, ich sinniere die ganze Zeit darüber, wie scheiße das war, dass wir diesen Botschafter überhaupt am Leben gelassen haben. Das genau, das nächste Mal bringen wir alle um. Das haben die Trolle von Anfang an gesagt. Ja, genau, das nächste Mal höre ich auf euch. Immer dieses Leben lassen von Leuten, ganz schlecht. Gut, ihr sitzt und wartet dem neue Schicksal ergeben, als plötzlich ihr einen Knall hört, der so ein bisschen sich anhört, als ob ein Überschallgeschwindigkeitsflugzeug neben eurem Ohr vorbeifliegt. Und der ganze Wagen fängt an, tatsächlich für einen kurzen Moment so auf die eine Seite zu kippen. Was für einen Gefängniswagen, der aus massivem Stahl besteht, schon eine Leistung ist, dass der so leicht irgendwie wegfedert. Ihr hört den Fahrer vorne fluchen durch die Wände durch. Na? Was war das? Plötzlich geht überall um euch rum ein Hubkonzert und irgendwelches Kreischen und allerlei los. Also ein ziemlicher Lärm, der sogar durch eure dicken Dinger dringt. Es ist ein bisschen zu viel verlangt zu fragen, ob jetzt die ganzen Gurte sich da jetzt aus Versehen. Zu viel verlangt ist es nicht, aber die haben sich bisher zumindest nicht, also du versuchst dagegen zu gehen, aber nee, nein, scheint nicht so. Also, vielleicht müsste man ausreichend Kraft aufwenden, um das zu tun, aber es ist nicht deine Stärke. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Gut. Ich habe 8. Du hast viel Stärke. Ich könnte probieren. Das kannst du versuchen. Ich habe auch plus 2, aber ich glaube, das war von meiner Drogen von vor. Das war vorübergehend. Oh mein Gott. Oh je. Das 1, 2, 2, 2, 3, 3. Ich benutze nur Würfel. Das ist kein kritisches Versagen. Aber also, obwohl du früher in deinem Leben wahrscheinlich mit Motorrädern irgendwie versucht hast, deine Arme hoch zu trainieren, merkst du, dass diese Dinge ziemlich stark und sehr fest sind. Und je stärker du ziehst, umso enger werden sie irgendwie erstmal. Und du kriegst tatsächlich 2 Schaden davon. Die schneiden so richtig ein, also es ist eine richtige Gegenwehr von den Dingern. Allerdings keinen körperlichen, sondern erstmal nur den Stun-Damage. Wie heißt der hier? Der, das ist dann der geistige Zustandsmonitor, obwohl es geistig natürlich ein bisschen komisch ist, aber ja, also es ist kein, es ist Stun-Damage, es ist kein bleibender körperlicher Schaden. Ja. Okay. Der kommt dann wieder. Im Moment tut es also einfach nur weh, so ein bisschen die Muskelschmerzen. Okay. Gut, ihr merkt das scheinbar aus Versehen, irgendwie geht der AR-Monitor wieder bei euch an. Der guckt aber gar nicht auf euch, sondern du siehst einen ziemlich erschreckt aussehenden Typen. Mark, hast du es gesehen? Das war ein verdammter Drache, Mann, ein verdammter Drache direkt in die Neonet-Türme. Oh Gott! Ich verstehe zwar den Akzent nicht so gut, aber haben die gerade gesagt, was ich gedacht habe, was sie gesagt haben? Wahrscheinlich. Gut. Ihr hört vor euch irgendwie wirklich großes Gehupe. Ihr hört Sirenen, die irgendwie durch die Luft, jetzt verstärkt dadurch, dass ihr auf seiner Tonspur auch noch seid, sozusagen, Sirenen durch die Luft gehen. Und tatsächlich kriegt ihr auch mit, wie von der, also die Innenkamera, die sozusagen ihn filmt, seht ihr, dass an der Seite in vielleicht 20 Meter Höhe oder sowas, seht ihr aus dem Hintergrund so einen Düsenjet plötzlich vorbeirasen. Der muss tatsächlich... Also der fliegt wirklich sehr, sehr dicht. Ihr hört es auch, als er über euch drüber fliegt, die Düsen und das ganze Fahrzeug wackelt mal wieder. Und du hörst den Typen nur irgendwas ins Comm brüllen. Nein, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Und das ganze Comm überschlägt sich. Also tatsächlich gibt es eine ganze Menge Wallung. Und dann sagt der irgendwann, okay, acknowledged. Wir gehen zur Station, wir werden auf Station 26 fahren. Gut. Die machen irgendwas, der Grid Guide ist aus, verdammt! Schalte auf manuelle Steuerung. Gut. Dann dreht er sich um, merkt, dass der Monitor an ist, versucht so ein bisschen Haltung wieder zu bewahren, weil er natürlich nicht sehen will, wie er in Panik, oder euch nicht sehen lassen möchte, wie er in Panik ist. Alles gut. Ja, wir haben eine Planänderung. Wir werden euch Verbrecher an der nächsten Station abliefern. Die Straße nach Norden ist blockiert und der Grid Guide ist ausgefallen. Habt ihr gerade gesagt, ihr habt wohl noch ein bisschen Zeit vor dem Gefängnis. Da ist ein Drache vorbeigeflogen? Okay. Die sind richtig unhöflich hier, ne? Ja, mies. Gut, wenn ihr jetzt auch wieder abwartend, könnt ihr natürlich machen. Ihr dürft auch was tun, also nur weil ich die ganze Zeit rede, ist nicht, dass nicht euch irgendwas ausdenken dürft, was ihr machen möchtet. Also das ist jetzt eine Spielerfrage. Ja. Gibt es in der Shadowrun-Welt Drachen oder ist das nur wieder eine Umschreibung für irgendwas? Oder weiß man Drachen, das? Große, und das weiß die sind man. Sehr groß. Okay, gibt es. Und die meisten sind sehr reich und ihnen gehören die wichtigsten Konzerne der Welt. Also zum Beispiel einer der Hauptanteilseigner von Neonet ist ein Drache. Ah, okay, verstehe. Danke. Es gab mal einen amerikanischen Präsidenten, kurz der Drache war. Ja, also, für den ganzen Tag. Ne? Dunkelzahn. Das ist wahr. Dunkelzahn war sogar einer der menschenfreundlichsten Drachen überhaupt. Der hat von seinem Nachlass die Draco Foundation gründen lassen, die überall auf der Welt mysteriös, aber größtenteils gute Dinge tun. Ja. Es gibt andere Drachen, es gibt das Dragon Council, das sich von der UN faktisch sozusagen losgesagt hat und überlegt, ob sie die menschliche Rasse oder allgemein die metamenschliche Rasse überleben lassen wollen. Und so. Also da gibt es durchaus... Aber auf dem Bildschirm haben wir einen Düsenjet gesehen. Ihr habt auch noch einen Düsenjet gesehen, der in Richtung irgendwie über euch drüber geflogen ist. Okay. Alles klar. Okay, gut, das war jetzt nur meine OT-Noob-Frage. Okay, wir fahren also weiter. Ihr fahrt weiter. Tatsächlich merkt ihr, wie das Ding scharf wendet und sich dann anfängt, sehr unruhig zu fahren. Also vorher war die Fahrt halt so... Weil es gibt den Grid Guide, das ist halt ein automatisiertes Navi, das alle Fahrzeuge steuert, damit die nicht dauernd ineinander rasen. Das heißt, jetzt sind wir auf diese Idioten angewiesen. Und jetzt seid ihr manuelle fahren, ihr merkt, das sind die nicht gewohnt. Also die haben natürlich, so ein Prison Van ist relativ groß und sehr schwer. Und jetzt muss man sich durch einen sehr dichten Verkehr quälen. Das heißt, der hupt, das Blaulicht ist an, irgendwie die Sirenen crashen, der fährt links, bam, hörst mal, dass er irgendwo dran knallt. Oh Gott. Und euch schüttelt es natürlich dementsprechend auch rum, aber zum Glück seid ihr sehr, sehr eng angeschnallt. Das heißt, ihr stoßt euch nicht zufällig oder sowas. Es ist also nur Sorge um euch gewesen, dass ihr euch so eng das gemacht haben. Natürlich, natürlich. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit, aber wahrscheinlich waren es nur 15 Minuten, hält das Ding ziemlich scharf bremsend und wieder werdet ihr nicht durch die Gegend geworfen, weil ihr gut angeschnallt seid. Und die Tür geht auf und ihr seht euch eine Menge von wieder Knight-Errant-Cops. gegenüber. Allerdings haben die alle Riot Gear an, also die haben alle schwere Rüstungen, Helme, schwere Waffen. Shit. Hey, wir haben niemanden umgebracht. Wir haben nur ein paar Daten geklaut. Das ist jetzt echt übertrieben. Aufstehen! Ja. Fahrrad! Gut. Gerne. Befehlsverweigert. Bam. Nein. Ja, ihr werdet tatsächlich von hinten irgendwo, also von vorne vielmehr, irgendwo wird irgendeine Taste gedrückt oder irgendein Befehl gegeben und die Dinger lösen sich von euch. Und ihr könnt aufstehen. Aufstehen! Okay, wir stehen auf. Ja, wir stehen auf. Hinsetzen. Okay. Aufstehen. Really? Gut gemacht, brav. Rauskommen. Gut, ihr marschiert raus. Ihr steht vor einem, jetzt kommt es zum ersten Mal in die Luft, ihr steht vor einem einstöckigen, relativ niedrigen Gebäude, das so ein bisschen nach Mischung aus Industrievorstadt und schlechter 80er-Jahre-Architektur aussieht. Und darüber prangt das Symbol von Knight-Errant. Das ist wohl Bezirk 26, die Polizeistation. Und um euch rum wimmelt es von Knight-Errant-Leuten, die in irgendwelche Fahrzeuge springen und rennen und fahren. Und es ist ein Riesenaufwand. Ihr seht jetzt im Hintergrund den Neonet Tower, den einen, den es noch gibt, weil der andere ist einfach abgeknickt. Oh. Eine Riesenexplosion, der erste brennt, der andere ist in der Mitte einfach durchgehauen worden. Ihr macht mal ein Perception. Oder wie heißt das hier? Beobachtung, Wahrnehmung. Wahrnehmung. Sorry, ich bin immer noch im englischen Shadowrun drin, deswegen. Wie heißt das hier? Wahrnehmung. Das, also Wahrnehmung kenne ich. Wahrnehmung ist ein Skill, müsste also eine Fertigkeit sein. Ja, und es geht auf Intuition. Geht auf Intuition, genau. Also 3, 6. Wahrnehmung 1. Plus dein Intuitionswert. Nee, nee, plus Intuition. Achso, das sind auch Würfel. Ich dachte, das sind auch Würfel. Sorry. Ein Erfolg. Ein Erfolg, endlich. Ja, immerhin. Auch ein Erfolg. Ein Erfolg. Gut, also wahnsinnig viel kriegt ihr nicht mit. Was ihr, der Kumpel ist umgeknickt. So der Kumpel ist umgeknickt, das ist definitiv das. Ihr seht tatsächlich, die Luft ist voll mit irgendwelchen Hubschraubern, Düsenjets, Drohnen. Das ganze Ding sieht aus wie ein riesiger Ameisenhaufen. Ihr hört relativ viel an Sirenen, also eigentlich hört es sich an, als ob mehr Polizeiautos, als ihr jemals hättet, für möglich gehalten unterwegs sind. Ihr bemerkt auch, dass alle Leute irgendwie mit Mundschutz rumlaufen, außer euch. Warum auch immer das so ist. Und das ist so das, was ihr sehen könnt. Und dann werdet ihr auch schon relativ unsanft in dieses Polizeiquartier geschubst und einfach einen langen Korridor entlang geführt, dann geht es nach rechts in eine Tür, da sitzt irgendein Typ, der auch so eine komplette Riot Gear anhat, nur so einen Helm neben sich stehen hat und vor irgendeinem virtuellen, also an einem AR-Schirm sitzt, irgendwas eintippt. Ach, das sind die. Okay, steckt sie da hinten rein. Gut, eure Fake-IDs werden irgendwie an ihn überreicht, der nimmt sie, wirft sie einfach in eine Schublade. Ich habe jetzt keine Zeit für den Mist. Selbstverständlich. Gut. So, um zu merken, in welche Schublade er sie geworfen hat. Ja, tatsächlich sind so, also der Schreibtisch 2 Schubladen. Das Polizeiquartier ist von innen eigentlich recht modern, ganz schick gemacht so. Also das ist ungefähr das. Oh, eher nüchtern, auch in der Ausstattung nicht besonders heimelig. Geht nicht darum, dass ihr euch da zu Hause fühlen sollt. Und dann werdet ihr einen noch schmaleren Korridor, in der eine Temporary Holding Facility draußen dran steht, also vorübergehend kommt ihr in eine Zelle. Die Zelle ist ähnlich geschmackvoll eingerichtet. Oh, ja, charmant. Ja, sehr schön. Ich mag das Weiß in Weiß. Ja, das Weiß in Weiß, ja. Das ist die Apple. Genau, Apple-Ästhetik. Moderne Apple-Ästhetik, wie man merkt, auch keine Matratzen oder sonst so ein Schnickschnack, das ist alles nur der Ästhetik abträglich. Aber was ihr seht, in der Zelle sitzt unten auf dem unteren Bett bereits jemand und die Person sieht aus wie? Das ist eine kleine, zierliche Frau mit braunen, kurzen Haaren, die absolut unauffällig wirken würde, wenn ihre Augen nicht durchgehend schwarz wären. Die relativ entspannt und vollkommen regungslos da sitzt. Also auch nicht die Ticks, die normale Menschen haben, dass sie zwischendurch mit den Fingern irgendwas machen oder seltsam blinzeln oder so, sondern einfach nur sitzt. Für einen kurzen Moment wirkt es so, als ob es eine Statue wäre. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob das was Lebendiges ist. Und macht doch mal bitte einen Intuitionswurf einfach mit euren Würfeln. Nur Intuition. Wow, das war Erfolg. Yay. Normalerweise gibt es so einen Ersteindruck, den man bei Menschen hat. Einfach weil es Menschen sind oder Metamenschen sind und man hat irgendwie, man kann die entweder lesen oder nicht lesen oder man hat eben so eine Grundsympathie oder nicht. Bei der gibt es gar nichts. Das ist wie eine schwarze Wand reingucken. Es macht überhaupt keine Reaktion und für euch emotional ist es ganz eigenartig. Weil euch fehlt sozusagen das, was normalerweise in jedem zwischenmenschlichen Kontakt drin ist. Euch fehlt dieses Stück Verbindung. So ein intuitives, ah, finde ich nett oder irgendwie sympathisch oder so, weiß ich nicht, oder Misstrauisch oder Angst oder gar nichts. Das ist sehr befremdlich. Also für euch ist der Umgang erstmal so, erstmal gar nichts und dann immer noch gar nichts und dann, wenn man denkt, jetzt müsste ich mal eine Einstellung dazu kriegen, fehlt die immer noch. Kriegt man nicht zu greifen. Es ist sehr, sehr seltsam. Hinter euch geht einfach die Tür zu. Und dann seid ihr allein mit der Statue. Die Statue schaut kurz zu euch, auf, ziemlich weit rauf, runter und dann wieder geradeaus. Hi. Servus. Ihr teilt euch ein Bett. Nein, danke. Das ich, glaube, also ich glaube, er ist ein bisschen zu groß, damit wir uns ein Bett teilen. Also ihr seid drei, es gibt nur zwei Betten. Ja, Mist. Dips! Nein. Willst du auf dem Boden schlafen? Ja, es geht. Kannst du Schnick-Schnack-Schnuck machen, wenn du willst. Nee, ich bin eh so groß, das ist okay. Okay. Danke. Kein Ding. Gelöst. Haben Sie vielleicht einen Bleistift? Alle meine Bleistifte wurden mir abgenommen. Bastarde. Gefährliche Waffen. Der Typ hatte einen Bleistift auf seinem Schreibtisch stehen, den du die ganze Zeit so... Ich strecke mal so zögerlich die Hand hin, überleg's mir dann anders, so, ach scheiße, wir sind im Gefängnis, vielleicht sollte man sich einfach allen Leuten die Hand geben. Mia. Aus... Sagt man noch Deutschland oder würden wir sagen Allianz Deutscher Länder? Ich würde sagen Deutschland wahrscheinlich. Aus Deutschland. Hört man. Ja. Sprichst du überhaupt Englisch, sag mal? Achso, wäre mal eine Frage, ob das zu den Sprachen gehört. Hätten wir das irgendwo aufgeschrieben? Hätten wir das aufgeschrieben, wüssten wir es. Wahrscheinlich haben wir das nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich sprichst du so Schulenglisch. So. Dass du ein bisschen Englisch sprichst, genau. Leidliches Englisch. Scheiße, Arthur. Er ist doch Engländer, oder? Ja, deswegen, ja. Das ist mal kein Problem. Er spricht Englisch. Du kannst ja. Das für uns. Ja, er spricht leidliches Amerikanisch. Ich kann übersetzen. Du kannst übersetzen, wenn ich Probleme kriege. Ja, okay, gut. Ja. Ich komme aus Großbritannien. Auch das höre ich. Woher kommst du? Aus den UCAS. Ach so. Hört man das auch wahrscheinlich, ne? Hört man das bei ihr? Hat sie einen Akzent? Ich kann das hören. Ja, gut. Sie hat bestimmt einen Akzent. Sie macht komische lange U's teilweise in ihren Worten und hat einen gleichen Singsang-Akzent. Ah, okay. Hört sich mehr nach Kanadisch an als nach Amerikanisch. Jetzt wurden wir also hier abgeladen, na toll. Und jetzt? Was hast du gemacht? In letzter Zeit nichts. Ich meine... in Gefängnis zu kommen. Hier. Ah, angeblich jemanden ermordet. Ah. Angeblich? Die Person in Frage habe ich nicht ermordet. Okay, ich frage da jetzt nicht weiter, nachdem sie das so formuliert hat. Aber klingt ähnlich, ne? Wir haben auch niemanden ermordet. Ja, nee, da war doch die Nichte. wir reden nicht über die Nichte. Das Thema lassen wir. Die Nichte war ein Unfall. Die hat angefangen. Und auch der Blitzfallzehe. Wir reden auch nicht über das Blitzfaultier. Ich habe gesagt, wir reden nicht mehr über das Blitzfaultier. Jetzt wird auf einmal die Frau ein bisschen aufmerksam. Ein Faultier? Nein, nein, ein Blitzfaultier. Lange Geschichte. Es ist wie eine Faultier, aber mit Blitz. Mit Elektrizität. Sehr schnell. Sehr schnell. Ah. Gibt es das hier auch in der UCAS? UCAS. Faultiere sind hier nicht heimisch. Bei uns eigentlich auch. Gut zu wissen. Ja, ja, ich glaube, ich will eigentlich auch kein Faultier mehr sehen. Und wie lange bist du schon hier? 3 Tage. Oh, okay, das geht ja noch. Deswegen ist der ganze Ameisenhaufen in Aufruhr? Sie haben irgendwas von einem Drachen gerufen. Jo. Also wir sollten eigentlich woanders hingebracht werden. Ich versuche das jetzt mit Hand und Füßen und gebrochenem Vokabular irgendwie zu erklären. Irgendwas mit Auslieferung, Interpol und dann, ja. Du hast das Gefühl, dass sie dir nach der Hälfte der Geschichte nicht mehr zuhört. Und dann kam ein Drache und jetzt sind wir hier. Mhm. Passiert das hier öfter? Meines Wissens nach nicht, aber es ist auch nicht meine Heimatstadt. Also grundsätzlich passiert es schon mal immer, dass Drachen irgendwo langfliegen, weil die sind so groß, dass die nicht wirklich irgendwie, zumal viele Drachen auch relativ ausgeprägt große Besitztümer haben eben. Also die haben ganze Bereiche in Städten, die ihnen einfach gehören, wo sie die dann als Landebahn benutzen. Dass Drachen tendenziell in Gebäude von Megacorporations reinfliegen, eher ungewöhnlich. Also vor allen Dingen, wenn sie nicht ihnen selber gehören. Ja, okay. Also in Hauptquartiere von Neonet, die lustigerweise auch noch zum Teil einem anderen Drachen gehören. Also Neonet. Das sollte man dann vielleicht hinzufügen. Ah ja, der eine Turm war kaputt. Oh ja. Oh wow. Der war nicht schon so, oder? Ich glaube nicht. Nein, vor 3 Tagen waren die noch vollkommen instand. Ich habe die von der Flugzeug gesehen. Mir war schlecht im Flugzeug. Ja. Ich habe nicht wirklich aus dem Fenster geschaut. Plötzlich wird es dunkel. Da es keine Fenster gibt, ist das sehr, sehr dunkel. Wie viel von meiner Cyberware funktioniert? Stand jetzt alles, was nicht mit Kommunikation zu tun hat. Yes. Also das heißt, deine ganzen Reactions und Lowlights und deine ganzen Ocular-Geschichten funktionieren. Dann nutze ich mal meine Infrarotsicht, die macht dann jetzt wahrscheinlich am meisten Sinn. Gut. Ich habe 2 große leuchtende Flecken. Du hast 2 große leuchtende Flecken drin. Und dann geht tatsächlich ein kleines Emergency-Licht an, so eine ganz tranige Funzel. Das hilft dir, glaube ich, relativ gut, weil ich glaube, du kannst einigermaßen als Elfin im Restlicht irgendwie noch sehen, oder? Ist das bei Shadowrun nicht auch so? Bei Troll weiß ich nicht. Ich glaube, dir hilft es nicht. Aber es ist zumindest genug, dass ihr jetzt irgendwie vage Umrisse erkennen könnt. Und du hast wahrscheinlich, hast du so ein Lowlight? Ja. Natürlich. Dann siehst du jetzt eigentlich relativ gut. Das ist alles. Also fast. Genau. Du siehst dementsprechend vergleichsweise perfekt. Das nützt aber nichts, weil die Zelle deswegen nicht interessanter geworden ist. Eine freundliche Frauenstimme, die ganz offenbar, oder eine Computerstimme kommt. Achtung an das gesamte Personal. Code 17. Ich wiederhole, Code 17. Bitte alle auf die vorbereiteten Posten. Code 17. Das Licht fängt an zu flackern, geht kurz wieder an, dein Restlicht wird geblendet und dann geht's wieder aus. Ich setze mich mal hin. Erstmal so mit dem Schneidersitz auf so eins von diesen Betten hocken. Ja. Schläge auf das Boden, einfach. Ja, guter Plan. Dann ist die Zelle auch vergleichsweise voll. Also der Boden. Ich steige über den Troll hinweg zur Tür und lausche mal. Ja, dann mach doch mal bitte eine... Keine Restohrverstärkung? Nein, keine Verstärkung in dem... Aber dann einfach die normalen Wahrnehmung plus Intuition. Einfach wie jemand, der so total kaputt gemordet ist. Sie ist schwer zu greifen, wie gesagt. Für 2 Erfolge. Es ist irgendwie so ein bisschen unschön. Okay. Mit der, also nicht wirklich abweisend in dem Sinne, sondern eher so, dass man nicht an sie rankommt. Ja. Also dass du es nicht einschätzen kannst. Ja. Das ist so irritierend. Und alle Bewegungen sind sehr präzise. Das stimmt. Okay, ja. Krass. Sehr präzise und sehr fließend. Mhm. Was hörst du? Du hörst tatsächlich sehr, sehr wenig. Du hörst von draußen immer noch zwei, drei Sirenen, die sich aber irgendwie entfernen. Und sonst hörst du gar nichts. Also außer dem Flirren von irgendwelchen Lichtern, die so ein bisschen wackelig zu sein scheinen. Und dem Surren der Klimaanlage. Die ist wieder angegangen, nachdem wir erst kurz ausgegangen waren, als das Licht aus war. Aber so ein Glück, dass das eine Klimaanlage hört dann auch auf. So ein Glück, dass das ein elektronisches Schloss ist, das ich aus Sicherheitsvorkehrungen... Maglock. Mhm. Nee, also auf eurer Seite ist auch kein Schloss. Ja. Warum auch? Aber da tut sich auch nichts. Wenn du auf die Tür drückst? Mhm. Nein. Dann drehe ich mich um und schaue nachdenklich auf den Troll herunter. Ja. Ich wäre lieber draußen als drinnen. Vielleicht sollten wir das Chaos nutzen? Klingt es nach Chaos draußen? Weißt du, was Code 17 ist? Nicht in dem Zusammenhang. Kennt sich jemand mit Polizei aus? Ich habe Vorurteil Polizisten. Ein gesundes Vorurteil ist fast sowas wie Wissen. Ich habe Wissen über Militär, ich habe Wissen über ausländisches Militär, das war's. Ja, ich hab Wissen über Frankfurt am Main. Beruf, voll hilfreich. Beruf Militär. Erste Hilfe. Tierführung. Also ich würde den Leuten, die in der Lage sind, was mit Militär zu tun zu haben, zumindest einen Wurf gestatten mit ihrem Logik-Attribut. Logik 3. Also Militärwissen plus Logikattribut. Ich habe einen mit Militär. Also ich weiß nicht genau, was das hier ist. Ich glaube, Memo-Verstärker. Oder ja, das ist genau. Du hast deswegen wahrscheinlich so eine gute Erinnerungsfähigkeit. Ja. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Unsere Waffen haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. Ja. Schade. So viele Waffen. Ja, so viele Waffen. Alle aufgeschrieben. 3 sogar. Mhm. 3, Code 17. Ja, natürlich. Das ist der universelle Militär- und Polizeicode. Was ist Code 17? Oh, Moment. Jetzt, wo du es so sagst. Jetzt, wo ich es laut ausspreche. Und tatsächlich in irgendeinem Hinterstübchen deines Gehirns erinnerst du dich ganz, ganz vage an irgendwas bei der Spezialausbildung bei euch. Und Code 17 ist, gibt es natürlich je nach Polizei und Militärstaffeln ganz unterschiedliche. Aber in diesem Zusammenhang glaubst du, könnte es sich um Intruder Alert halten, also ein Eindringling auf dem Gelände. Ich habe mich gerade erinnert, dass Code 17 ist ein Eindringer Alert. Okay. Das könnte gut für uns sein oder schlecht für uns sein. Kommt auf die Eindringlinge an. Mach doch nochmal alle eine Wahrnehmungswurf. Könnte aber die Polizisten ablenken. Ah, nee, Wahrnehmung plus Intuition. Also nochmal 6. Zwei Erfolge. Ein Erfolg. Ihr hört relativ deutlich das Rattern von Schnellschusswaffen. Das gar nicht so weit entfernt klingt. Oh. Du siehst so glücklich aus. Vielleicht ist ja der Typ... Dann still. Ist der Strom, also es gewirkt, als wäre der Strom kurz ausgefallen? Als wenn das Licht ausgegangen ist? Könnte sein. Vielleicht ist da die Wände, also ja, vielleicht. Probier mal die Tür, vielleicht ist ja die Tür. Hab ich schon. Okay, ja. Soll ich die Tür probieren? Bitte. Probier du mal die Tür. Ich gehe zur Seite. Das wäre stärker, ne? Mhm. Menschliche Ramme, Shrapnel. Metamenschliche Ramme. Oh nein, deinen Shotgun hast du so dann auch nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Shotgun ist konfisziert. Die Frage ist, wie hat er sie in den Flug mitgenommen? In seiner Weste. Die wird natürlich extra geschickt auf. In seiner Anzugjacke zusammengefaltet. 3 Erfolge. Okay, also du versuchst die Tür aufzuziehen oder zu drücken oder irgendwas zu machen, aber die scheint ziemlich fest verankert zu sein. Was du merkst ist, normalerweise müsste, also wenn man elektrische Dinge drückt, die sozusagen so einen Mechanismus haben, der über Druckluft geht, dann gibt es halt so eine leichte Reaktion und dann merkst du, dass es halt nicht funktioniert. In diesem Fall merkst du, passiert gar nichts, also das Druckluftthema scheint durch zu sein. Aber die ist irgendwie tatsächlich so verriegelt, dass sie sich irgendwie verhakt hat. Aufdrücken scheint keine Alternative zu sein. Kann man die vielleicht knacken irgendwie oder auf? Auf unserer Seite ist kein Schloss. Das ist kein Schloss auf eurer Seite. Das ist mit diesen Schlössern innen in Gefängniszellen ist immer ganz schlechte Idee. Also nicht Also ist gar nichts. Also da ist nicht mal, man kann nicht mal in den Spalt, in den Türspalt rein. Oder da gibt es keinen Türspalt, ne? Die Tür versenkt sich. Es gibt kein Schloss, okay. So. Verstehe. Gibt es irgendwas anderes? Gibt es einen Lüftungsschacht oder. Ne, das wäre auch ein bisschen zu einfach, ne? Es gibt einen Lüftungsschacht, der ist ungefähr so groß. Mist. Von euch ist keiner zufällig Gestaltwandler. Nein. Man weiß nie. Nicht das letzte Mal, als ich geguckt habe, nein. Was kann man denn noch machen? Die Notbeleuchtung geht aus. Mist. Können wir die Betten abmontieren und die als Ramme benutzen? Abmontieren würde unterstellen, dass es irgendeine Verschraubung gibt, aber ich verweise nochmal auf das Bild hier. Wo alles einfach nur weiß aus der Wand. Ja. Mhm. Das ist, die Toilette, die Toilette! Ja, die Toilette könnte man wahrscheinlich mit ein bisschen Anstrengung rausreißen. Und unsere Zelle dabei unter Wasser setzen. Dann würde logischerweise die Wasserleitung, die dahinter ist, erstmal anfangen loszugehen. Das Kaninchen hier, das Sie nicht im Bild sehen, versucht auch gerade auszubrechen. Versucht gerade auszubrechen. Wir haben also Live-Action-Roleplaying hier mit Kaninchen. Boah, gerade haben seine Augen aus meinem Blickwinkel auch richtig finster rot geleuchtet. Er hat sich gerade an dem Gitter zu schaffen gemacht, ja. Das Cyberkaninchen. Das Cyberkaninchen. Die spielen das nach, was wir hier am Tisch spielen, das wird da Live-Reenactment. Das heißt, ich schmeiße jetzt gleich die Wasserschüssel um. Oh. Das machen die eh. Das Kaninchen klingelt.